Servus, liebe War Thunder Ground Forces Community, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, jetzt wo ich wieder ein bisschen Zeit habe zum Zocken, wird es auch wieder häufiger ein paar Videos geben. Und ja, da schauen wir doch mal, was wir uns noch alles so erspielen können. Der Patch ist jetzt seit dieser Woche draußen. Das Video dazu habt ihr vielleicht schon gesehen, mein Kurzfazit. Falls nicht, den Link dazu findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Öfters jetzt schon gewünscht bei mir, ich soll doch mal bitte den Tiger H1 fahren. Aktuell noch Battle Rating 5.7 beziehungsweise standardmäßig Battle Rating 5.7. Und der Tiger, beziehungsweise im Vergleich zum Tiger 2, nennen wir ihn jetzt mal Tiger 1, ist tatsächlich, egal ob es der H1 oder der Tiger E, einer meiner Lieblingspanzer. Er lässt sich verdammt gut fahren. Die Kanone, die 88mm, ist ein absolutes Biest. Nach wie vor. Aber natürlich muss man vorsichtig sein, auch mit dem Tiger, wie man ihn fährt. Er steckt natürlich eine ganze Menge ein. Aber ihr seht natürlich schon hier mit meinem Rumgeschwenke, dass er natürlich hier vorne eine leichte Kastenbauweise hat. Das ist aber eigentlich so gesehen nicht schlimm. Ihr müsst den Panzer halt einfach nur ein bisschen winkeln. Und das können wir uns jetzt hier auch schon mal in der Panzerung anschauen. Ihr seht, wenn wir hier direkt vorne drauf schießen, hat er eine Panzerungsstärke von 102 mm. Hier direkt vorne auf der Frontplatte. Hier an der Fahrerluke sind es nur 80 mm. Hier. Ja. Ist aber auch, ja, jetzt kein großes Problem, ist halt nur eine kleine Schwachstelle. Hier vorne die 102 mm Panzerungsstärke, aber schon im leicht angewinkelten, in einer leicht angewinkelten Bauweise eine effektive Panzerungsstärke von 123 mm. Ist jetzt nicht die Welt. Hier oben an der Platte sind es 200 mm, beziehungsweise hier 120, und da müsst ihr aufpassen. Da müsst ihr aufpassen, denn hier geht gerne mal ein Schuss durch und da knackt man einen dann auch schon mal gerne. Das ist bei dem Panzer so, dass man hier, dass einem hier reingeschossen wird, beziehungsweise wo ihr das hier seht, der Geschützstahl hier. Also ich habe es auch schon gehabt vom MG, dass mir hier einer direkt mit der Granate reingetroffen hat und ich instant kaputt gegangen bin. So, das hier erstmal soweit. Hier an der Seite hat der Turm auch eine Schwachstelle. Generell die Seiten sind jetzt nicht so stabil. Wir gehen nochmal in die Röntgenansicht, denn ihr seht auch hier, hier müsst ihr aufpassen, dass ihr, weil ihr hier natürlich hier vorne die Munition habt, hier die Munition und hier die Munition und auf der anderen Seite genau das gleiche. Das heißt also, wenn euch hier einer durchschlägt, könnte euch unter Umständen die Munition kaputt gehen. Natürlich hier hinten auch der Kraftstofftank, beziehungsweise hier drüben. Der hintere Bereich vom Tiger, das wisst ihr ja sicherlich auch schon aus der Geschichte heraus, ist sowieso recht anfällig. Die Front ist eigentlich genau die Stärke. So, und jetzt kommen wir nochmal zum Anwinkeln. Das heißt, ihr solltet im Gefecht in jeder Position euch winkeln, denn hier seht ihr dann auch schon, habt ihr hier, je angewinkelter ihr die Wanne zum Gegner habt, werden hier aus 102 mm Panzerungsstärke schon 165, hier drüben dann schon 178, 179, ja, und hier vorne sind es immer noch 147, beziehungsweise hier unten sind es dann sogar über 200 mm, 220 mm, 221, und dann geht das hier noch so weiter. Dasselbe natürlich auch in die andere Richtung, also die Front des Tigers am besten immer winkeln und auch wenn ihr im Nachladen seid, den Turm wegdrehen und den dann auch entsprechend winkeln. Wir gehen jetzt einfach mal in ein Gefecht rein, schauen mal, was mit dem Tiger H1 so geht. Ich zeige euch, wie ich ihn fahre und erkläre euch dabei nebenbei auch noch ein bisschen, wie sollte man denn gerade mit mittelschweren und schweren Panzern denn überhaupt fahren. Denn das ist auch immer mal eine Sache, die ich auf den Servern beobachte, dass brachial nach vorne gefahren wird, egal mit was für einem Panzer die Leute unterwegs sind. Wir gehen ins Spiel rein, schauen mal, was so geht und sehen wir uns gleich im Match wieder. So, wir sind im Gefecht drin und natürlich, wie sollte es auch anders sein, ich möchte euch das zeigen und bin auch gleich auf der neuen Map, die da heißt Gefrorener Pass. Ja, die Map habe ich selber noch nicht gespielt,
Volokolamsk sehr wohl, gleich in der ersten Runde, nachdem ich das Update runtergeladen hatte. Aber das macht gar nichts. Wir schauen einfach mal, was hier so geht. Wir spielen Deutsche und Amerikaner gegen Russen. Das heißt, wir werden hier wieder auf einige T-34-85 stoßen, schätze ich. Schauen wir einfach mal. Also, mit dem Tiger, wie ich es eben gerade schon im Intro gesagt hatte, er ist nicht unzerstörbar, das bitte nicht denken. Aber er ist ein absolutes Biest, wenn man ihn ein bisschen kontrollieren kann. So. Jetzt schauen wir einfach mal. Das, was ich euch noch erklären wollte mit, wie fährt man eigentlich Panzer, ist ganz einfach eigentlich erklärt. Ihr müsst eigentlich nur eine Regel beachten, die da lautet, so fahren, wie das Wasser fließt. Diejenigen von euch, die vielleicht beim Bund gewesen sind oder noch beim Bund sind, die kennen diese Regel. So fahren, wie das Wasser fließt, heißt nichts anderes, als sich daran zu orientieren, wie das Wasser halt eben fließt. Ja, kein Wasser wird den Berg hochfließen, sondern sich immer den Weg nebendran suchen, ja. Und da müsst ihr natürlich entsprechend so agieren. Das bedeutet natürlich auch, dass ihr auch nicht so viel Geschwindigkeit verliert, wenn ihr an einem Hügel vorbeifahrt, anstatt direkt über den Hügel drüber zu fahren. Und jetzt sehe ich hier gerade... Moment. Ah, okay, die sehen mich nicht. Mal schauen, von wo die hier überall kommen können. Ah, komm, 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 komm. Dreh den Turm, dreh den Turm, dreh den Turm, dreh den Turm. Jawohl. Okay. Hier ziehen wir uns jetzt mal zurück. Ich sehe schon... Das Dorf ist hier der heiße Punkt auf dieser Map. Es ist natürlich schwer, hier den Überblick so richtig zu behalten. Auf dieser Map, finde ich, das sehe ich schon. Schauen wir mal. Auf jeden Fall kommt da einer. T-34-57. Also ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, hier zwischen den ganzen Gebäuden, wie ihr fahrt, dass euch keiner von der Seite wegknipst. Und ja, der Tiger H1 ist immer noch einer meiner Lieblingspanzer. Ich muss sogar ehrlich gesagt zugeben, ich bin letztes Mal gefragt worden, was ist denn eigentlich dein Lieblingspanzer? Und ich konnte es nicht sagen. Bis ich dann doch mal die Anfrage bekam, ob ich den hier nicht mal Let's Playen kann. Und da dachte ich mir so, ach ja, richtig, da war ja was. Da war ja was bezüglich meines Lieblingspanzers. So, der... Halt hier mit seiner Flakgranate gerade schön ab. Und ihr seht auch, hier versucht mich einer oben auf dem Hügel zu beschießen. Das könnte, wenn ich das richtig sehe... Vielleicht habt ihr es gerade gehört, die Granate von der Su ist an mir abgeprallt. Jetzt muss man natürlich schauen, dass wir uns hier... schnell genug gedreht bekommen. Und schauen, dass die Su uns hier jetzt nicht bekommt. Einmal kurz... Okay. Schusshilfe. Die hätte uns natürlich schön eine von der Seite reindrücken können. Was zum Glück nicht passiert ist. So, hier geht's jetzt, sehe ich gerade schon, auf den Spawn zu. Aber wir fahren jetzt hier einfach trotzdem mal weiter.
versuchen wir hier gleich mal abzubiegen und über C5 dann durch den durch die Lücke da durchzufahren. Das lassen wir. Da jetzt umzudrehen macht keinen Sinn. Das ist auch einfach ein Tipp von mir, aber das werdet ihr mit Sicherheit selber auch schon gesehen haben oder euch gedacht haben. Ihr verliert natürlich auch, um jetzt nochmal auf das Thema zurückzukommen, so fahren wie das Wasser fließt, ihr verliert natürlich auch weniger Geschwindigkeit, wenn ihr um einen Hügel herumfahrt, anstatt über den Hügel rüberzufahren. Ja, und kein Panzer hat so eine harte Gun Depression, dass ihr dann früh genug über die Hügelkuppe rüberzielen könnt. Deswegen das einfach so ein bisschen beherzigen, dann klappt das auch definitiv. Jetzt müssen wir nur sehen, dass wir nicht von hinten abgeknallt werden, aber da vorne ist einer von unseren. Weil ihr seht das auch, der Tiger H1 ist jetzt auch hier in diesem unwegsamen Gelände mit dem Schnee nicht der schnellste. Lebt der hier? Oh, der lebt. Für so ein Flakziel ist es fast eigentlich schon zu schade, eine Granate zu verschwenden. Aber mit der Munition des Tiger geht das schon. Vorne steht die M18 noch. Biegen wir hier gleich mal rechts ab, weil da unten steht noch ein Gegner. Ja. Rum, 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 rum. Okay, das ist zerstört. Also wenn ihr diesen Panzer habt, spielt ihn ruhig. Ihr habt natürlich auch mit eurer Panzerung und mit eurer Kanone und wenn ihr ein bisschen darauf achtet, wie ihr den Panzer fahren müsst, natürlich auch eine Chance gegen die, wie sie ja so schön heißen, overpowerten T-34. Wobei die eigentlich nicht overpowered sind. Man hat ja immer nur das Gefühl, aber eigentlich sollten sie es nicht sein. Aber das ist auch ein Punkt, über den man sich wiederum streiten kann. So, sieht ganz aus, als hätten wir das Match gewonnen. Aber man soll sich ja nicht zu früh freuen. Ihr seht hier in dem Schnee ist die Geschwindigkeit, beziehungsweise die Nichtgeschwindigkeit, muss ich ja schon fast sagen, des Tigers eine absolute Schwachstelle. So schwerfällig, wie der sich hier im Gelände bewegt. Weiter so. Dann kann es den Sieg niemand mehr nehmen. So, von wo hat er jetzt einen draufgekriegt? Ja, fahr mir rein. Genau, bloß nicht nach hinten gucken beim Fahren. So. Oh, da oben steht noch einer. Dass ich den nur gekrittet habe, ist wieder typisch. So, jetzt hat es mir natürlich den Motor zerlegt durch die Ari. Jetzt müssen wir mal gucken. 50 Sekunden Reparaturzeit, ich drehe durch. Na, war doch eine schöne Runde. Dann sehen wir uns gleich bei der Nachbesprechung nochmal wieder. So, da sind wir dann auch wieder.
War, denke ich doch, eine ganz schöne Runde, die euch auch ein bisschen gezeigt hat, wie ja, mächtig der Tiger H1 eigentlich ist, wenn man ihn entsprechend fährt, wenn man ihn entsprechend winkelt. Gut, und die 88mm Kanone ist natürlich ein absolutes Pfund, ne? Also das muss man einfach so sagen. Dieser Panzer ist ein absolutes Biest. Ich fahre ihn sehr, sehr gerne. Auch den Tiger E fahre ich sehr, sehr gerne. Also da, ja, macht ihr eigentlich nichts falsch, weder mit dem Tiger H1 noch mit dem Tiger E. Schöner Panzer auf jeden Fall. Ich lege ihn euch sehr, sehr ans Herz. Erforscht ihn, spielt ihn, baut ihn auch gerne aus, bis ihr ihn komplett durch habt. Denn im Stock-Modus, ja, gut, er ist jetzt nicht der schlechteste im Stock-Modus, aber wenn er dann ausgebaut ist, dann macht er sogar nochmal einen Ticken mehr Spaß. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Panzer, wenn ihr ihn nicht schon habt. Und ansonsten sehen und hören wir uns im nächsten Video. Bis dahin, danke fürs Zuschauen.